Heute habe ich wieder ein klein bisschen übertrieben. Und zwar ganz viel Zeug von McDonald's. Wir hatten da einmal den Big Mac und den McRib. Die beiden hatte ich schon probiert. Und die ganzen anderen Burger hatte ich noch nie zuvor gegessen. Da habe ich mich richtig drauf gefreut. Und wir hätten da Triple Cheeseburger gab es leider nicht mehr. Warum, verstehe ich nicht, weil das eigentlich gar keinen Sinn macht. Also hat er mir einen Zweifachen eingepackt. Das ist ein bisschen schade. McRib, Royal TS, Wild Apple Beef, Big Mac, Veggie Clubhouse, Bacon Clubhouse und Bacon Clubhouse Chicken. Oder umgekehrt. So, ja, genau. Beef und Bacon. Oder, nee, weißes Chicken. Und natürlich Pommes und Cola. Ich habe extra, ich glaube, seit gestern nichts mehr gegessen, damit ich ein bisschen was reinkriege. Aber ich versuch's. Aber es ist viel zu übertrieben. Ich glaube, ich wollte schon immer mal den Royal TS probieren. Wisst ihr, wie die Amerikaner den nennen? Ein Viertelfünder. Verrückt, oder? Ah, ich hab extra den Bon mitgenommen, damit ich euch sagen kann, wie viel das alles kostet. Hab's jetzt aber vorher nicht angeguckt. Für alles zusammen habe ich knapp 40 Euro bezahlt. Ist schon eine Hausnummer. Ich habe so einen Hunger. Ich weiß nicht, ob ich die alle durchschneiden soll oder ob das dann doch ein bisschen zu nerdig ist. Ich glaube, so geht's auch, oder? Obwohl, so ein Querschnitt sieht auch immer geil aus. Auf den McRib habe ich mich auch so gefreut. Den hatte ich letztes Mal im Video zuletzt gegessen. Das ist bestimmt 3 Jahre her. Alles klar. Lecker. Das ist wie so eine aufgepimpte Version vom normalen Hamburger. Keine Ahnung, warum ich das nie probiert habe. Ah, geht. Ich würde trotzdem den Big Mac nächstes Mal wieder kaufen. Hey, ich bin bei sowas immer komplett überfordert. Verstehe ich nicht. Er hat gesagt, den Dreifachen, den gibt's nicht mehr. Hat mir dann Zweifachen gemacht. Ich meine, wenn ich jetzt keinen Quatsch erzähle, ist das doch einfach nur eine Fleischscheibe, oder nicht? Und eine Scheibe Käse noch zusätzlich, oder? Das irgendwie macht's keinen Sinn. Und doppelt so gut wie ein Cheeseburger.
draußen. Wild Apple Beef. So habe ich mich jetzt nicht unbedingt drauf gefreut. Weil Apfel im Burger, da bin ich irgendwie konservativ. Ich hatte diesen anderen, so ein Double Triple Beef irgendwas. Der war aber schon vor 3 Monaten oder so, aber ich leider verpasst. Fruchtiges Apfelchutney. Weizenbrötchen mit Kürbiskernen. Schmeckt lecker. Erinnert ein bisschen an Apfelmus. Also ist jetzt nicht so. Das ist ein bisschen schade, dass diese Aktionsburger nie so gut sind wie der Big Mac. Aber im letzten Video hatte ich so ein. Ich habe vergessen, wie der hieß. McFarmer, glaube ich. Der war richtig geil. Okay, jetzt hat es ganz. Ganz stark nach Apfelmus geschmeckt. Naja. Muss nicht sein. Trotzdem finde ich das geil. Also für mich wäre das jetzt nichts. Ich bleibe so beim Big Mac immer. Weil ich esse wirklich, ich weiß nicht, wenn es hochkommt, 2-mal im Jahr bei McDonald's. Und deshalb freue ich mich immer auf einen Big Mac oder einen McRib. Aber so für jemanden, der halt regelmäßig da ist, ist das doch geil, dass die immer neue Sachen ausprobieren. Ganz vergessen. Seit wann geben sie solche Dinger mit? Haben sie doch nie, oder? Bacon Clubhouse Beef. Mit Simmentaler Rind. Den gibt's schon eine Weile. Ich hatte schon Angst, dass das irgendwie nur so ein Aktionsprodukt war. Lecker ohne Klecker. Das ist ja geil.
der fällt gleich raus. Den Speck schmeckt man ordentlich durch. Und das hier so eine, naja, ist wie so eine Salatsoße. So ein Salatdressing. Ich überlege gerade, ob ich den besser finde als den TS. Keine Ahnung. Aber die sind auf jeden Fall sehr ähnlich. Und das Brötchen ist aber ein bisschen fester. Der sieht geil aus. Das ist wirklich schade, wenn man so Burger bei McDonald's nicht sofort im Laden isst, schmecken sie nur noch halb so gut. Das ist halt der Nachteil jetzt hier so. Also, wenn ich irgendwie Quatsch erzähle, müsst ihr euch vorstellen, er schmeckt im Laden doppelt so gut. Voll geil. Ist wie so ein Schnitzelburger. Den finde ich gut. Ich kann mich gerade nicht erinnern, ob ich schon mal diesen ganz normalen McChicken, glaube ich, heißt er, gegessen habe. Ob das jetzt ein Unterschied ist, so vom Fleisch her. Vergessen zu sagen, dass ich eigentlich Mayo immer nehme.
kann Pommes nicht mit Ketchup essen. Das ist irgendwie pervers, finde ich. Obwohl es da ja andere Meinungen gibt. Ah, wirklich? Was? Nee. Ah. Hätten wir dich fast vergessen. Der Veggie Clubhouse. Mit Quinoa verfeinert, aber das ist, glaube ich, auch so ein Milchschnitzel. Ich überlege gerade, so in den Nachrichten sagen sie, dass halt die Leute immer weniger McDonald's essen und dass sie halt, dass dieses Ganze, dieses halt, naja, Gourmet ist übertrieben. Also so eine Burgerkultur haben wir jetzt noch nicht so unbedingt in Deutschland, aber dass es halt vorwärts geht und dafür bei McDonald's rückwärts und dass sie halt deshalb diese ganzen neuen Sachen ausprobieren. Ich weiß nicht, so wenn ich so, das ist auch schon so lange her, wenn ich so privat halt irgendwo einen Burger bestellt habe, dann war das meistens so ein, naja, so ein Imbissbudenburger irgendwie, so ein, halt kein richtiger und. Aber ich war wahrscheinlich in den falschen Läden bisher. Also ich kann nicht sagen, ob die hausgemachten besser sind als McDonald's halt. Weil, auch wenn ich jetzt Privatburger mache, schmecken sie irgendwie, auch wenn sie selbst gemacht sind, schmecken sie trotzdem irgendwie nicht so gut. Nee, ist nicht meins. Ah ja, da stand was von Paprika. Quinoa und Paprika. Ich habe mal gehört, dass die McDonald's vegetarischen Burger so ein Milchschnitzel-Ding haben, also eher an Hühnchen erinnern, auch paniert. Das Ding ist es aber nicht. Nee, der schmeckt mir gar nicht. Hauptsächlich irgendwie so diese Paprika in diesem Fleischding, irgendwie schmeckt das komisch. Aber man kann es essen, das ist jetzt nicht so schlecht, aber muss jetzt nicht wirklich sein. Ah. Nur noch zwei. Sind erst 20 Minuten. Ich hätte gedacht, ich sitze hier jetzt eine Stunde.
Ich weiß nicht, der ist immer noch am geilsten. Kennt ihr diesen, na, Trend würde ich es nicht nennen, aus Südkorea, glaube ich. Da essen Leute vor der Kamera und andere sehen dabei zu. Pervers, oder? Ich meine, zum einen die Leute, die kein Hobby haben und sowas an Filmen. Und zum anderen die Leute, die kein Hobby haben und sowas sich dann angucken. Verrückt, oder? Alter, hatte ich so Bock drauf. Ist nach dem Big Mac der geilste Burger. Die Soße ist so geil. Ich spüre noch, dass ich noch ein bisschen was reinkriege, aber ich bin so kurz davor, wo es so, wo einem schlecht wird.
Gut. Dann war es das, glaube ich. 40 Euro hat mich das Video gekostet. Aber es ist ja ein Bildungsauftrag, den ich hier habe. Nicht wahr? Gut, dann hoffe ich, ihr hattet Spaß. Schreibt es mir ruhig in die Kommentare, wenn euch das Video gefallen hat. Es freut mich immer. Und für Ideen, für neue Videos bin ich immer dankbar. Boah, jetzt war das der letzte Bissen war doch zu viel. Gut, dann bis zum nächsten Video. Heute habe ich zwei Eissorten von Langnese, und zwar einmal Dolo.